lasse ich das an. Das ist tatsächlich das großvolumigste Auto, was ich je gefahren bin. 6,3 Liter M100. Wow. Oh, hier. Abgebrochen? Ja. Also nur, der Schlüssel ist nicht abgebrochen. Sondern hier Materialermüdung vom Kunststoff. Ich weiß nicht, ich habe ganz sanft hier. Nee, das. So, dann schnallen wir uns mal an. Wir sind ja hier schon sicherheitstechnisch unterwegs. Ja, aber selbstverständlich. Außerdem. Also vorne? Ja. Da hinten. Aber da fahre ich der Knopf zu. Es gibt ja so eine Anomalie. Im 123er gab es hinten tatsächlich nicht serienmäßig Gurte. Weil man das T-Modell hatte, konnte man sich die dritte Sitzreihe ordern und die war immer mit Gurt. Dann hat es da quasi da keine Gurte, aber ganz hinten wieder. Ja, das ist einmal in der Logik schwer zu vermitteln, oder? So, jetzt machen wir die. Aber gut, ich sag mal, nicht alles, was im Automobilbau läuft und dann auch angeboten wird, ist voll logisch. Das ist N, jetzt müssen wir einen noch weiter. Was war denn? Bis, jetzt ist jetzt bis vier Gänge sind jetzt zugelassen. Bis vier Gänge, ja. So, brauchen wir noch Licht an. Licht an, ja. Und hier vor dem schönen Jagdschloss Friedrichsruhe und wir fahren hier mit dem M100, mit dem W109, 300 SEL 6.3. Jens, du navigierst. Jawohl. Ich freue mich sehr, da vorne kommt uns ein Elektrofahrzeug, ein neumodisches entgegen, müssen wir aufpassen. Und ich sitze hier mit dem Diplom-Ingenieur Frank Knote, alter Bekannter bei uns, in unserem kleinen Fernsehstudio sozusagen. Und das ist ja auch so die Baureihe aus der Zeit, als Sie beim Daimler angefangen haben. Sie haben ja, ich habe es mir gemerkt, am 1. Dezember 1966 angefangen. Genau, exakt, ja. Und die Baureihe gab es ab 1965 bis 1972. Ja. Also ich hatte mit diesem Auto direkt nichts zu tun. Ja. Es wurde damals von Erich Wachsenberger, dem sportlich orientierten Wachsenberger, ja, gemacht. Der leider vor kurzem verstorben ist. Ja, leider. Ich habe damals die Aufgabe gehabt, in die Baureihe 108, das ist ja ein 109er, in den 108, den M130 2,8 Liter Vergaser und Einspritzer einzubauen. Ja. Lief bis zu dem Zeitpunkt mit 2,5 Liter ja, und wurde dann eben etwas angehoben, Hubraum und in der Leistung. Ja. Und den Motor, den habe ich da implantiert und habe dann auch die Abstimmung gemacht. Als ich zum Daimler gekommen bin, bin ich eingestellt worden als Abgasreiniger. Eigentlich damals sollte ich Abgasentgiftung machen. Der Professor Scherenberg hat gesagt, da müssen wir jetzt was machen. Und da ich an einem chemischen Institut promoviert hatte und die Namen NOx und CO und so weiter schreiben und sprechen konnte, wurde ich als Abgasreiniger da eingestellt. Und ich habe auch, glaube über 20 Jahre die Abgasreinigung beim Daimler entwickelt. Später, na entwickelt nicht, aber sag mal verantwortet, muss ich mehr sagen. Und aber natürlich als Abgasreiniger, da ist man Abgasreiniger, aber das ist noch nicht ausreichend. Ich habe mich deshalb um den Motorenbau gekümmert und der erste Motor, den ich gemacht habe und wo ich auch heute noch begeistert bin, das ist der 16-Ventiler. Den habe ich damals machen dürfen, weil den die gestandenen Motorenleute nicht machen wollten. Das war ja ein exotischer Motor. Damals hat man mehr Komfortmotoren gemacht. Und dieser 16-Ventiler war ja gedacht, um im kleinen W201, also im Baby-Benz, als Motor für die angedachten Rallye-Rennen mit Röhr zu dienen, also so eine Art Halbrenner. Sie haben in Nardo Rekordfahrten, glaube ich, gemacht damals. Und ja, aber das war zunächst mal gar nicht geplant. Geplant war eigentlich zunächst mal Röhrl mit Rallye. Aber wie das so ist, die Pläne ändern sich. Inzwischen war dann Röhrl wieder abgeschwungen, sprungen. Dann haben wir den Motor gehabt. Der Kopf wurde übrigens bei Cosworth konstruiert und auch gefertigt. Und da haben wir 20 Köpfe gekriegt und dann haben wir... Das ging gleich wunderbar, haben wir viel Leistung gehabt
Und da hat man dann in Nardo diese Weltmeisterschaft gefahren. Das war schon eine gute Sache. Öltemperatur 102 Grad, Öldruck 5,5, Wassertemperatur 90 Grad, Getriebetemperatur 104, Hinterachstemperatur 114 Grad, Benzindruck 5,8. 250.000 Kilometer mit über 250 Stundenkilometer, das war schon mal ganz schön. Wie haben Sie die Autos so schnell gekriegt? In der Serie lief er, glaube ich, 230 oder so. In der Serie lief er 230, aber das ist natürlich nur ein Serienmotor. Es hängt ja von der Übersetzung ab, ja, und ob man den tiefer legt und kleinere Sachen macht. Das ist also ja für Einzelautos kein Problem. Nach ungefähr 17.000 Kilometern der erste größere Boxenstopp. Kundendienst in knapp 5 Minuten. Außer dem fälligen Nachtanken erfolgen Reifenwechsel, Ölwechsel und Ölfilterwechsel. Ventilspiel und Kompression werden geprüft. Die Kerzen des Doppelnockenwellenmotors werden ausgetauscht. Dieser Motor leistet 136 Kilowatt. Das entspricht 185 PS und ist genau die Leistung, die jeder Serienmotor später bringen wird. Für uns war schon in der Entwicklung war der W201, das war ja eigentlich eine kleine graue Maus. Der stärkste Motor war ein 2 Liter Benzinmotor Sauger und ein 2 Liter Diesel. Und jetzt kam da dieser 16-Ventiler rein. Ein Mercedes der Baureihe 201 hatte, markanterweise auch in fast genau 201 Stunden, vorbehaltlich der endgültigen Anerkennung durch die FIA, 3 Distanz-Weltrekorde mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 247 Kilometern pro Stunde aufgestellt und damit die alten Rekordmarken um rund 70 Kilometer pro Stunde überboten sowie 12 internationale Klassenrekorde erzielt. Besonderen Wert gewinnen diese Rekorde in Nardo dadurch, dass es sich bei dem Rekordfahrzeug nicht um ein speziell entwickeltes Experimentierfahrzeug handelte, sondern um ein Versuchsfahrzeug, das in allen wesentlichen Punkten der geplanten Serienausführung entsprach. Damit konnte man Porsche jagen. Das konnten wir bisher nicht. Damals war der schnellste E-Klasse, das war ein 280e, der lief 198. Und selbst der 500er lief nur knappe 220. Ja. Und das hat uns jungen Ingenieuren viel Spaß gemacht, mit einem so einem W201 hinter einem 911er sich anzuhängen. Der sah dann da hinten diese kleine Maus, hat Gas gegeben und dachte, der ist dann weg. Und dann hat er noch viel Gas geben, festgestellt, der bleibt da. Und da die Herrschaften in dem 911er meist 20 Jahre älter waren wie wir, hatten die auch nicht so viel Ausdauer. Und irgendwann sind die dann rechts rübergegangen. Das hat uns viel Spaß gemacht. Ja, und das ist im Prinzip der Motor, der eigentlich im großen 600 da drin war. Richtig, ja. Im sogenannten großen Mercedes, der M100, 6,3 Liter Hubraum. Ja. 250 PS. Ich glaube, das war auch die schnellste also das schnellste Serienfahrzeug der Welt. Das ist richtig, ja. War absolutes Power-Auto. Er war eigentlich konkurrenzlos. Ja. Ich sag mal, viele Sportwagenfahrer haben sich damals auch gewundert, wenn mit einer solchen Limousine überholt wurde. Ja. Also das muss man noch mal kurz den Zuschauern sagen, wo wir hier überhaupt sind. Und das ist Ihnen ja nicht unbekannt hier. Wir sind auf der ehemaligen Fahrwerksversuchsstrecke Friedrichsruhe.
Ja, Beurteilungsstrecke. Wir haben hier eine Rundstrecke gehabt, zusammengesetzt aus öffentlichen Straßen, die wir oft benutzt haben, um Feder-Dämpfer-Abstimmungen zu fahren, auch um Gummielemente abzustimmen. Wobei natürlich sich mittlerweile die Originalstrecke auch verändert hat, weil die Straßenbelege geändert wurden und zum Teil auch die Straßen verbreitert. Damals konnte man auch noch auf der Autobahn fahren, das war Teil mit unserer Rundstrecke. Ja. Da konnte man auch noch VMAX fahren. Und es ist auch ein bisschen schade, dass die Fahrbahn erneuert wurde, weil so ein bisschen haben sie ja auch Profit davon gezogen, dass die Fahrbahn eben auch teilweise schlecht war. Ja klar. Waren fast ein Schlechtweg erprobt. Ja, nicht Schlechtweg, aber Schlechtweg läuft ja bei uns unter Heide-Erprobung, weil man die Strecke in der Lüneburger Heide kopiert hat und bei uns auf der Versuchsbahn wieder dargestellt hat. Ja. Und der Begriff hat sich eigentlich bis heute erhalten, Heide-Erprobung. Ne? Wobei der Hauptteil der Heide-Erprobung heute auf dem Prüfstand läuft. Ne? Ja, ja. Auf servohydraulischen Prüfständen, um eben die Betriebsfestigkeit des ganzen Autos abzuchecken. Das sind diese Hydropuls. Richtig, ja. So, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Es tut einem richtig weh, wenn das auf dieses schöne Auto regnet. Ja. Sie hätten besseres Wetter mitbringen sollen. Ja, ja. Ich hoffe jedenfalls, dass es morgen gut ist, weil morgen wollte ich mit meiner Frau Rad fahren. Ah, ich weiß. Die hatte mit ihren Pedelecs. Genau. Ich kenne das, ja. Aber Ihre Frau hat auch ein Pedelec, ne? Die hat ein richtiges. Ich habe ja ein Mountainbike, was ich habe umbauen lassen. Was Ihnen geschenkt wurde von der Belegschaft. Richtig, von den Kollegen, ja. Zum 25-jährigen Jubiläum. Sie wissen meine Geschichte ganz gut. Ja, na, selbstverständlich. Jetzt ist die Frage, wie schaltet man eigentlich hier den Scheibenwischer an? Ich glaube, man dreht nicht, sondern man blinkt auch drücken. Nicht. Man drückt. Ah, hier, Wahnsinn. So, toll. So ein Butterfly-Wischer, der hat was. Gell? Also vom Bewegungsablauf. Und das sieht irgendwie schön aus. Aber wenn man mal schaut, wenn man das natürlich mit den späteren Baureihen vergleicht, die Fläche, die da frei ist. Das Fischfeld ist natürlich winzig, klein. Winzig. Ja gut. Die Leute waren ja auch kleiner. Normalerweise würde man jetzt hier auf dieser Höhe sitzen. Fahrsicherheit. Für unsere Konstrukteure bedeutet das, den Wagen technisch so perfekt wie möglich zu gestalten. Er muss jeder Verkehrssituation in souveräner Weise gewachsen sein. Ich habe 1969 bei Mercedes-Benz angefangen mit der Entwicklung der Sensoren für das ABS. Das Schöne war für uns Ingenieure, dass es für dieses ABS überhaupt keinen Vorgänger gab. Wir mussten also viele Sachen erfinden. Wir mussten erst mal sehen, was macht denn das Rad, wenn es beim Bremsen blockieren will? Welche Aggregate können dann diesen Zustand vermeiden oder regeln? Wir mussten überlegen, was sollen wir denn überhaupt messen, wenn wir diese Versuchsmuster im Fahrzeug haben? Sollen wir nur die Bremswegverkürzung auf gerader Straße messen? Sollen wir bei der Kurvenbremsung die Querbeschleunigung, den Seitenversatz messen? Was macht ABS bei hohem Schnee oder bei Aquaplanik? All diese Untersuchungen mussten wir uns auch ausdenken. Es war eine recht erfinderische Arbeit. Das zweite Schöne für den Ingenieur war, dass all diese Stabilitätssysteme, die also den Fahrzustand stabilisieren, vorwiegend natürlich auf glatten Straßen, das heißt im Winter bei Schnee und Eis, die Stabilität erzeugen sollten, sodass ich schon im Februar 1969, also im zweiten Monat meiner Berufstätigkeit, in die Schweiz gefahren bin. Und dort haben wir neben dem Flugplatz in Samaden die Wiese überschwemmen lassen, das war gefroren und dann haben wir dort Messungen gemacht. Im Mai 1970 sind wir dann zur Edelweißspitze auf den Parkplatz gefahren, weil dort noch Schnee war. Er wurde mit dem Unimog festgewalzt und dann sind wir nachts um 1:30 aufgestanden und haben bis zum Sonnenaufgang dort ABS-Messungen gemacht, weil die Sonne natürlich danach den Schnee zu Matsch geschmolzen hat. In welchen Autos haben Sie diese Systeme verbaut damals? Wir haben also angefangen mit dem W108, 109, hatten dann aber auch 1970 da an der Edelweißspitze, es gibt entsprechende Bilder, den W100 mit dabei. Ah ja. Und dann kam natürlich der 116er, der 114er
je nachdem, welches Auto in der Entwicklung war, haben wir dann auch passend zu den Systemen die Messungen gemacht. Das Schöne ist, dass man hier so richtig, hier hört man noch ein richtiges Relais-Klacken. Heute wird das ja synthetisch erzeugt, das Geräusch. Sie meinen das Blinkgeräusch? Ja. Ja, ja. Ja, das ist halt noch so mechanische Uhr. Rechts. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder auf der Originalstrecke. Jetzt sind wir auf der Originalstrecke. Ja. Wir sind jetzt hier in Ornberg. Ja. Ornberg. Born ist das Flüsschen, was in dem Tal fließt, ja. Und hier in Kocher. Ja. Ein wunderschöner Radweg hier, Kochertal-Radweg. Jetzt beschlägt so leicht, aber wir haben ja hier eine Defrost-Funktion. Da können wir mal gucken. Ja, wir müssen mal auf Defrost stellen. Merkt es auch, wie es jetzt nach oben bläst. Ja. Und ein bisschen wärmer machen wir auch. Sehr gut. Und es wird schon besser. Hat was, gell? Ja, also auf jeden Fall. Wirkt edel. So, jetzt. Jetzt geht die Post ab. Herrlich. Und was man natürlich dazu sagen muss, wir sitzen ja hier wir sind ja auf Luft gebettet. Das ist ja was ganz Besonderes. Ne? Ich glaube, es ist die erste Baureihe, aber auch erstmal die letzte. Mit der Luftfederung. Also der W100 lief ja noch parallel bis 1981, richtig. Der 600er, aber er wurde ja dann abgelöst vom 116er und er hatte keine Luftfederung. Der 116 hatte keine Luftfeder, aber der 116 6.9, also der noch größere Motor im 116, der wurde mit Hydropneumatik angeboten. Also nicht mit Luft, sondern AP-Federung. Ja. Ja, und dann kam die Luftfederung erst wieder im 220. Ja. Also in der S-Klasse 1998. Wobei, ja. Das kann man, denke ich, sagen, die Luftfederung von diesem Auto und vom 220, wenn überhaupt, nur die Luft gemeinsam hat. Warum ist man dann zunächst von der Luftfederung wieder weg? Gut, einer der Gründe war, dass bei höherfrequenten Anregungen und bei kleinen Anregungen der Straße die damalige Luftfederung eine Harshness hatte. Also das ist der Fachbegriff für Übertragung von höherfrequenten kleinen Unebenheiten. Anregungen heißt, es ist ein Mangel im Abrollkomfort, akustisch wie mechanisch. Ein Auto macht eine schlechte Straße nicht zu einer guten, natürlich nicht. Aber ein richtig konstruiertes Auto beschränkt die Auswirkung der Bodenwellen, Löcher und Rillen auf ein erträgliches Maß. Und die alten Bälge auf der Technologie, die damals eben da war, die haben die Ansprüche eigentlich nicht erfüllt. Und dann hat man eben gesagt, gut, solange ich keine Niveauregulierung brauche, um das Fahrzeugniveau konstant zu halten, bleibt man eben bei der Stahlfederung. Die hat das Problem mit der Harshness nicht und ist natürlich auch vom Aufwand her geringer. Man muss ja immer das Nutzen zu Aufwand sehen. Und dann ist man eben zu den Rundum-Niveau-Regulierungen gekommen, die ergänzt zu der normalen Federung eingebaut wurden und dann eben, nachdem die Technologie in den Details viel besser wurde, wieder zur Luftfederung, beginnend mit dem 220. Und das hat sich ja, sagen wir mal, in der Fahrzeugklasse, also Premium-Fahrzeuge ganz oben in der Oberklasse, durchgesetzt, bei den Wettbewerbern ja mittlerweile auch. Ja. Weltweit steigt der Bedarf an geräumigen Reiselimousinen. Immer mehr Langstreckenfahrzeuge mit hohem Gesamtnutzen werden gebraucht. Es geht um Wagen, die sich ebenso ideal für die private wie für die berufliche Nutzung eignen. Mercedes-Benz baut diese Fahrzeuge.
Seit vielen Jahren wächst zugleich der Bedarf an immer sichereren und umweltfreundlicheren Automobilen. Mercedes-Benz baut Fahrzeuge, die hier ein gutes Stück voraus sind. Wenn ich zu dem Auto einfach noch mal ein bisschen was sagen soll, dann berührt mich der W126 insofern ganz besonders, weil ich 77 in die Pkw-Entwicklung kam als junger Ingenieur. 79 kam ja dieses Fahrzeug dann auf den Markt. Das heißt, ich habe eigentlich hier so meine ersten Erfahrungen mit dem Gebiet, auf dem Gebiet der passiven Sicherheit, der Strukturauslegung, der Rückhaltesystemauslegung sammeln können. Wir haben 77 die ersten Crashversuche mit Erprobungsträgern W126 gemacht. Es waren noch Fahrzeuge optisch waren die noch W116, aber unterm Blech waren sie natürlich schon W126. Und dieses Fahrzeug ist das erste, was wir auf den frontalen Offset ausgelegt haben. Sie wissen ja vielleicht, dass wir 1969 ist die Unfallforschung von Mercedes gegründet worden. Ja. Man hat sich intensiv das Unfallgeschehen angeschaut. Das reale? Das reale Unfallgeschehen, wie unsere Produkte auf der Straße verunfallen, welche Verletzungen dabei entstehen, wie sind die Unfallkonstellationen. Und man hat recht schnell festgestellt, dass so wie man damals Crashversuche gemacht hat, nämlich mit 50 km/h mit voller Überdeckung gegen eine starre, glatte Barriere, dass die Fahrzeuge so draußen überhaupt nicht verunfallen. Das sieht man auch an der Gebrauchtersatzteillage heute beim 126er. Sie werden nie einen linken Vorderscheinwerfer finden, kriegen Sie nicht. Genau, weil man die am meisten braucht. Ja. Ne? Und hier bei uns beim Rechtsverkehr ist halt der häufigste Unfall, dass sie sich auf der linken Seite, auf der Fahrerseite, da wo auch immer einer sitzt, ne? Übrigens, ne? Der Fahrer ist ja immer im Auto. Und diese asymmetrischen, wir nennen sie Offset-Kollisionen, führen dazu, dass natürlich oft sehr, sehr hohe Intrusionen entstanden sind. Das heißt, wir hatten schwere Verletzungen der unteren Extremitäten, einfach weil der Fußraum sich stark nach hinten verschob, Lenkanlage sich aufgerichtet hat, weit mehr als es normalerweise bei einem Nullgrad, also bei einem zentrischen Aufprall geschieht. Und dann hat man den W126 damals das erste Mal mit einer sogenannten Gabelträgerstruktur versehen. Wir nennen das Prinzip der Lastverteilung. Wir versuchen die Kraftpfade, die Karosserie so auszulegen, dass auch bei konzentrierter Belastung an einer Stelle sich die Kräfte immer möglichst weit verzweigen und damit kein einzelnes Teil zu früh überlastet wird. Ja. Wir waren die Ersten, die sowas gemacht haben. Wir haben dann ursprünglich mit 60 km/h und Offset gegen eine deformierbare Barriere mit 40% Überdeckung geprüft und dann später mit 65 km pro Stunde. Und das ist der heutige Standardtest in den Ratings und auch im Gesetz. Ja. Haben Sie sich die konkurrierenden Systeme mal angeschaut? Ich glaube, Lukas hat auch gearbeitet an einem ABS, das dann bei Ford mal kam. Ja, man muss Folgendes sagen. Es gibt die ersten Patente, die sich Blockierverhinderer nannten, von 1908. Und es gab auch Ende der 30er Jahre schon Blockierverhinderer für die Eisenbahn. Die haben wir uns alle angesehen. Die waren aber für einen Pkw unbrauchbar. Und zwar aus folgenden Gründen. Bei der Eisenbahn hat man nur verhindern wollen, dass das Rad blockiert und dann an einer Stelle abgeschliffen wird, sodass später die Passagiere diese ganzen Schwingungen bekommen. Ja. Beim Flugzeug gab es auch ähnliche Blockierverhinderungen. Die dienten dazu, wenn das Flugzeug aufsetzt, dass der Reifen nicht stehen bleibt und dann zum Platzen gebracht wird. Die hatten also immer das Ziel, das Blockieren zu verhindern. Sie sollten frei rollen. Sie hatten nie das Ziel, den Bremsweg zu verkürzen. Und sie hatten auch nicht bei der Eisenbahn speziell das Problem in Kurvenbremsung mit der Seitenführung. 1958 hat mein Chef, der Dr. Burkhardt, schon so ein
Blockierverhinderungssystem im Pkw ausprobiert und dies ging nicht. Es gab auch ein Maxaray-System, was vorher in dem Jensen FF eingebaut wurde. Dies war aber auch so einfach aufgebaut, wenn Sie jetzt auf der rechten Fahrzeugseite Eis oder Sand hatten, dann wurde der gesamte Bremsdruck abgebaut und damit kam das Fahrzeug so gut wie nicht zum Stand. Eine zweite Problematik zum Anfang war natürlich noch die Messtechnik. Wir hatten ja keine Mikroprozessoren oder Laptops oder dergleichen. Das heißt, die Signale der Sensoren oder der Ventile während der Regelung, die wir ja untersuchen und optimieren mussten, wurden mit einem Lichtstrahl auf gelbem Fotopapier aufgezeichnet. Dieses Fotopapier musste sofort nach der Messung in einem dunklen Kasten verschwinden. Dann sind wir in eine Garage gefahren, in eine fensterlose dunkle Garage, haben diese Papiere aufgehangen, haben sie mit Fixiermittel eingesprayt und nach 2 Stunden konnten wir dann erst einmal auf die Schriebe schauen und sehen, was wir überhaupt gemessen haben. Das war lange Zeit in Überlegung. Es gab auch eine ganze Reihe Versuchsträger, die mit Zweischeibenwankel ausgerüstet waren, zum Teil auch mit 3 Scheiben, aber mehr mit 2 Scheiben. Und da hat die Firma viel Energie und auch Geld reingesteckt und irgendwann war dann aber mal der Zeitpunkt erreicht, wo man gesagt hat, nee, der Motor hat bei den strengen Anforderungen im Hinblick auf Abgas und so weiter nicht die Chancen, da bestehen zu können. Und dann hat man das Projekt Wankel abgeschlossen und erledigt. Mein Chef war von Anfang an der Dr. Obländer. Der hat vom Wankel nicht viel gehalten. Das hat irgendwie auf mich ein bisschen abgefärbt, gebe ich zu. Wurde dann aber eigentlich nicht wunschmäßig, aber dazu verdonnert, die Abgasreinigung für den Wankel zu machen. Ja. Da hatten die niemanden. Ja. Und da habe ich dann auch so ein paar 2-Scheiben-Wankel gekriegt und haben mit der Abgasreinigung gemacht. Aber der Wankel war natürlich ein fürchterlicher Motor von der Abgasreinigung. Mhm. Das ging überhaupt nicht. Der hat eigentlich nur hinten HCs gespuckt und Gegendruck konnte er nicht vertragen. Ja. Die Katalysatoren machten natürlich Gegendruck, mehr noch eine Auspuffanlage. Und das ist natürlich mit dem Brennraum, das ist natürlich eine große Katastrophe. Also die Zuverlässigkeit wäre nicht das ganz große Problem. Es gibt ja noch ein Unternehmen, was im Markt Wankelmotoren im Pkw anbietet. Da hat man einen Motor gehabt, das war der Abteilungsleiter Lamm, der hat dann 100.000 Kilometer gehalten, den haben sie vorgeführt, aber die nächsten 10 sind kaputt gegangen nach 5.000 Kilometer, die hat man verschwiegen. Und dann hat man gesagt, wir haben einen mit 100.000. Dann hatten wir keinen Seiteneinlass, sondern einen Umfangseinlass, weil das angeblich so toll ist, weil man kann man einfach 1, 2, 3, 4 Scheiben nebeneinander schrauben und das fanden alle, die davon nichts verstanden, wunderbar. Aber wir hatten natürlich auch Direkteinspritzung, das heißt, wir haben ja direkt eingespritzt auf eine kalte Wand. Das war natürlich toll auf der Autobahn bei 6000, da geht das alles wunderbar, aber im Leerlauf, da ist das alles Käse. Zudem muss man sehen, im Gegensatz zum Hubkolbenmotor
wandert das Gemisch ja. Mhm. Das heißt, eigentlich müssen Sie auch eine Kerze haben, die mitwandert. Weil je nachdem, wo Sie zünden, ist das Gemisch an einer anderen Stelle. Und da also gibt es da welche, die haben zwei Kerzen. Damit kann man natürlich, kann auch drei Kerzen, das kann man machen natürlich, aber das ist immer irgendwie Mist. Entweder ist da richtig oder ist da richtig. Also das mit dem Wankel, das hat, also ich habe davon nie was viel gehalten, habe da auch kein Problem gehabt, als es eingestellt wurde. Ja. Das Einzige, der C111, der hat mir natürlich gefallen. Das war natürlich ein super Auto. Gestorben ist er bei uns 1973 in der Energiekrise. Ja. Da hatten wir einen SL mit dem Vierscheibenwankel. Ja. Offiziell serienfertig, aber der war nicht serienfertig. Aber man war nah dran. Aber damit hat man dann aufgehört. So, das ist jetzt wieder und ziemlich original, etwas breiter, aber vom Fahrbahn her, Streckenführung. So wie es war. Da ist man hier schön durchgekachelt. Das ist wahrscheinlich so die erste Baureihe oder kurz davor vielleicht auch schon. Ich weiß nicht, wie lange war die Strecke wirklich im Betrieb? Bis R129, ne, so in die Zeit, glaube ich. Ja, bis so Ende der 80er Jahre eigentlich ist man hier Abstimmung gefahren. Auch später nochmal, wenn man mal ganz kurz schauen wollte. Aber im Laufe der Jahre hat man natürlich immer mehr verlegt auf Prüfgelände, wo man wirklich ungestört und auch ohne großen Tarnaufwand fahren konnte. Ja. Weil wenn man hier mal mit einem Prototyp war, war man nicht immer nervös, sitzt irgendwo hinter einem Busch ein Fotograf. War aber erstaunlicherweise sind wir hier sehr selten gestört worden. Mir fällt jetzt im Moment kein Foto ein, was hier auf Friedrichsruhe gemacht wurde. In Schweden mehr und auch in den USA, aber im naheliegenden Friedrichsruhe nicht so sehr. Ja. Was ganz witzig ist, vielleicht auch für die Zuschauer, die jetzt hier zuschauen, sich wundern, das Thema hatten wir doch schon mal, Friedrichsruhe. Vor 5 Jahren waren ein Kumpel und Freunde von uns, wir sind ganz verrückte 126er-Fans. Und mein Kumpel hatte damals vom Mercedes-Benz Classic ausgegraben, die Original-Presseinformationen zur S-Klasse-Fahrveranstaltung 1985 hier in Friedrichsruhe. Die 126 wurde hier die Mob vorgestellt. Genau. Und dann haben wir uns also mit 426ern hier runterbegeben auf eigene Faust und haben so ein bisschen getan, als ob wir hier die Fahrveranstaltung machen. Und dann sind wir diese Strecke abgefahren. Also Sie sehen, so weit geht die Verrücktheit. Und dass wir jetzt genau 5 Jahre später das zusammen hier fahren dürfen, das ist schon toll. Das passt. Ja. Ja. Nee, wir haben hier auch andere Pressevorstellungen gehabt. Der 500e zum Beispiel wurde hier präsentiert. Ah. Und das Cabrio von der Baureihe 124. Ja. Also der A124 auch. Ja. Und das ist schon ein... Das ist ja fast so ein bisschen rührend eigentlich, wenn man sich anguckt, was heute an Fahrveranstaltungen gemacht wird. Wenn Leute jetzt zum Beispiel bei der X-Klasse, ist die Fahrveranstaltung in Chile, in Santiago. Also es ist fast so ein bisschen rührend, dass man den 500e dann sozusagen hier auf dem Land vorstellt. So ist es, aber so entwickelt sich in der heutigen Zeit alles immer noch mal eine Stufe weiter. Oh, hier steht der 116. Den fahren wir gleich mal, wenn er noch ganz ist. Das ist ja hier, wenn er da so steht, so verdächtig, wer weiß. Vielleicht musste der Fahrer nur einen kurzen technischen Halt machen. Jetzt mal ganz generell, 116er, in dem Zielkonflikt zwischen Sportlichkeit und Luxus oder Fahrdynamik und Luxus, wo war dieses Auto positioniert? BMW kam ja schon mit dem E3, dann irgendwann kam der 7er, das war dann schon, da war das Auto schon längst auf dem Markt. Wie haben Sie die Entwicklung und die Diskussionen damals wahrgenommen um den 116er?
Man muss ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Wir hatten ja vorher den W108, 109 noch mit der Pendelachse. Die war zwar sehr komfortabel, aber fahrdynamisch hatte sie natürlich ihre Probleme, weil ja beim Bremsen die Hinterachse entlastet wird und damit diese Räder diese X-Stellung erreichen. Folglich war das Ziel, ein fahrdynamisches, modernes Fahrwerk zu erzeugen. Das war ja im 116 dann der Fall, weil er als erster ja diese, und auch der W114, diese Pendelachse nicht mehr hatte. Gleichzeitig war natürlich aber von den Fahrzeugen vorher, immer der Anspruch an den hohen Komfort bei Mercedes. Und zwischen diesen beiden Forderungen musste man dann einen optimalen Kompromiss erzeugen. Und ich glaube, der ist mit dem 116 dann recht gut gelungen, dass man wesentlich flotter oder sportlicher fahren konnte wie mit W108, 109, aber trotzdem auch den entsprechenden Komfort hatte. Mhm. Spielte die Handschaltung in der Oberklasse noch eine große Rolle? Ich glaube, bis zum 350 gab es ja auch eine Handschaltung. Ja, das konnten wir nicht genau vorhersehen. Es gab natürlich damals noch viele Fahrer, die gesagt haben, ich möchte Handschaltung haben, die begeistert waren, dass wir einen 2-Nockenwellenmotor, 6-Zylinder im 116er hatten. Aber der Trend schien eigentlich hin zur Automatik zu gehen. In unserer Firma wurde deshalb zu diesem Zeitpunkt schon die Entwicklung der Automatikgetriebe sehr, sehr forciert gegenüber dem Handschaltgetriebe. Man kennt ja die Entwicklung, die Amerikaner hatten ja Dreigangautomaten mit dem Wandler, die natürlich zwar komfortabel beim Schalten waren, aber doch vom Spritverbrauch und von der Motordrehzahl sehr ungünstig war. Dann kam die Viergangautomatik und wie jeder weiß, hat man heute eine Neungangautomatik. Ja, genau. Mal sehen, wie weit das noch führt. Ja, es gab, ich habe den Eindruck, so bei 9 oder 10 ist doch Schluss, ja, so langsam. Es gab dann, gerade aus Kraftstoffgründen, die Entwicklung, dass man zusätzlich zum Wandler eine Überbrückungskupplung angeschafft hat, damit während des konstanten Fahrbetriebs nicht der Schlupf am Wandler vorhanden ist. BMW hat dies wohl zunächst meiner Erinnerung nach nur im obersten Gang oder im dritten und vierten Gang gemacht. Und auch das hat sich ja dann so weiterentwickelt bis zum heutigen, wo dann alle Gänge überbrückt werden können. Es war dann auch beim BMW eine Schwingungsthematik. Der ganze Antriebsstrang ist natürlich anders belastet, wenn ein Wandler vorhanden ist, als wenn man diesen Strang dann starr mit dem Motor verbindet. Nee, das war natürlich schon, da gab es einen engen Kontakt und war schon die Wahrnehmungsschwelle. Ja, wir sitzen ja gleichzeitig quasi in der Basis der Roten Sau. Ne? Ja. Die wurde dann ja nochmal ein bisschen aufgebohrt auf 6,8 Liter. Da gleich rechts ab. Ja. Da steht ja oben am Schloss steht ja der Nachbau. Es ist nicht das Originalfahrzeug, aber und damit hat der Hans-Werner Aufrecht natürlich einen ordentlichen Schlag gelandet, ne? Ja. In Spa Klassensieger geworden ist und ich glaube Zweiter im Gesamtklassement. Genau. Und ich muss auch abschließend zu diesem Auto sagen, weil wir es jetzt leider gleich wieder zurückstellen müssen. Es ist es fährt sich schon doch recht modern. Natürlich klar, die Lenkhelfunterstützung ist aus heutigem Geschmack nicht wirklich existent, aber natürlich ist sie da, sonst wäre es noch viel schwerer, bei dem schweren Motor auch. Und die Horizontierung hat mich beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so. Aber das ist die Luftfederung wahrscheinlich, ne, die da ein bisschen. Ja, gut, die Horizontierung ist natürlich nicht dynamisch bei der Luftfederung. Dazu ist sie nicht schnell genug. Ja. Aber unsere Gewichte, die hier drin sind, die werden eben sofort ausgeglichen. Und
zur Lenkung ist natürlich zu sagen, damals gab es noch keine Parameterlenkung, Servolenkung, ja. Die eben geschwindigkeitsabhängig die Lenkkräfte regelte. Und weil es die eben noch nicht gab, hat man natürlich die Lenkkräfte aus fahrdynamischen oder Fahrsicherheitsgründen eher an die etwas höhere Kraftgrenze gelegt. Ja. Ja. Man hätte sie natürlich auch leichter einstellen können, aber dann ist bei höheren Geschwindigkeiten das Lenkgefühl doch etwas zu lose. Ja, ja. Jetzt habe ich richtige Ehrfurcht. Ich muss sagen, ich bin noch nie 140er gefahren. Tatsächlich, ja. Ich habe gelernt, wir haben hier ein recht frühes Exemplar, wo auch noch 600 SEL steht. Wir fahren einen 12-Zylinder. Richtig. Ich glaube, das Auto, vor allem diese Ruhe. Ich habe jetzt die Tür geschlossen. Man hört von außen nichts mehr. Es ist fast wie ein Panzer. Liegt wahrscheinlich an der Doppelverglasung. Auch mit, ja, natürlich. Also dann haben wir wahrscheinlich einen, ich weiß nicht, ob der auch elektrisch verstellbar ist, der Innenspiegel. Ja, ist er, hier. Genau. Fragt jeder, warum kann man da nicht hingreifen, hat aber, glaube ich, die Funktion ganz einfach. Ich kann das mit meiner Memory-Taste abspeichern. Richtig. Aber man hat das bleiben lassen dann später, ja. Hier die Verstellung. Gab es nie mehr wieder. Nee, ist meines Erachtens auch ein bisschen overdone. Weil du kannst das ja, sag ich mal, trotzdem mit Hand einstellen und an die Memory anschließen. Deshalb musst du es ja nicht noch fernbetätigen können. Ja. Ja. Weil mit einem direkten Zugriff ist man natürlich schneller. Aber es zeigt, dass man halt wirklich für das Auto versucht hat, alles ans Optimum zu bringen. Das ist unglaublich. Allein wie man das jetzt, wie sich dieser Wagen fährt. Und das Schöne ist, ich komme aus dem 126er, das ist natürlich alles noch sehr vertraut. Die Grafik ist vertraut. Ich sehe hier auch noch meinen Öldruck gerade. Optimal. Wir sind bei 2,5 Bar. Alles gut. Wir fahren ja nicht hier unter Volllast. Da muss er natürlich voll ausschlagen. Wobei die Anzeige des Öldrucks auch ein immer währender Diskussionspunkt war. Warum? Brauchen tut man es nicht. Nee. Weil... Hat die Leute nur verunsichert am Ende, oder? Ja, es ist eine Information, die einen eigentlich nicht sehr weit bringt. Weil der Laie, was soll der mit 2,5 Bar anfangen? Ne? Der fragt als erstes, was ist Bar? Ist das was, wo man was trinken kann? Ist das, ja. Nee, es ist halt ein Feature, was sich eingeschlichen hat in den Automobilbau. Früher war das, denke ich, notwendig, das zu wissen. Ja gut, man kann natürlich, wenn man ein bisschen sich auskennt, weiß man, wenn der Öldruck dann später fällt, dann weiß man, jetzt ist der Motor warm. Ja, das ist dann Öl, das ist jetzt unflüssig. Aber wer weiß das? Ja, wer weiß das schon. Das wissen Sie, das weiß ich. Und ich komme hier gerade aus dem Grinsen nicht mehr raus. Mit den Modellen der neuen S-Klasse hat Mercedes-Benz immer wieder den internationalen Standard für Reiselimousinen neu definiert. Dieser Anspruch gilt auch für die neue S-Klasse. Die für Mercedes-Benz typischen Werte wie Sicherheit und entlastender Komfort wurden in der neuen S-Klasse ebenso weiterentwickelt wie Aspekte der Fahrdynamik und der Umweltverträglichkeit. Dazu gehört selbstverständlich die Wertbeständigkeit der Fahrzeuge, die auch in der äußeren Erscheinung sichtbar wird. Das Design ist nicht revolutionär, sondern klassisch elegant, stilsicher, ohne modische Attitüden. Unter diesem unaufdringlichen Anzug stecken allerdings eine Fülle von technischen Innovationen, die zu einem früher nicht bekannten Maß an Fahrkultur beitragen. W140 ist natürlich ein sehr interessantes Auto, also auch gerade für die Karosserieentwickler. Als der 140 nach dem W126 in Planung war, hat man sich zum Ziel gesetzt, ein außerordentlich komfortables Auto zu bauen. Das war eigentlich die große Zielsetzung. Und
Man hat damals dann verschiedene Wege beschritten in der frühen Entwicklungsphase dieses Autos, wie man ein Karosseriekonzept machen kann, was dann diesen hohen Komfortanspruch gerecht werden könnte. Und es gab dann verschiedene Varianten. Eine der Varianten war, man hat sogar daran gedacht, dieses Fahrzeug mit einem ganzen Perimeterrahmen zu versehen. Also aus diesem Fahrzeug wieder ein Rahmenfahrzeug zu machen. Mhm. Ja. Es wurden solche Fahrzeuge sogar aufgebaut. Das heißt, es war ein sehr großer Fahrschemel, der sich dann nach hinten unter den seitlichen Längsträgern, also Längsträger hatte und dann mit dem Hinterachsfahrschemel verbunden war. Also quasi ein kompletter Rahmen. Das war eine der Lösungen. Darauf eine aufgesetzte Karosserie, die natürlich aber auch selbsttragend war und eigene Steifigkeit besaß. Eine zweite Variante war, man hat ein Auto aufgebaut mit ganz bewusst deutlich höheren Blechdicken, als man bis dato im Karosseriebau verwendet hat. War natürlich alles sehr, sehr, sehr schwere Lösungen. Und eine dritte Variante war, man hat ein Fahrzeug aufgebaut mit sogenannten MPM-Blechen. MPM-Bleche sind ganz dünne Bleche, die durch eine Kunststoffschicht zwischen den beiden Schalen eine Kunststoffschicht angebracht war. Und man hat dann diese Teile dann auch gepresst wie ein normales Pressteil, aber es war relativ schwierig, dann solche Bauteile herzustellen. Es gab Faltenbildungen, wenn diese Ziehtiefen relativ groß waren. Aber das Blech hatte natürlich den Vorteil, dass es eine sehr hohe eigene Dämpfung hatte. Wenn man an solche Blechschalen geklopft hat, war das natürlich ein ganz dumpfes Geräusch, während eine Blechschale natürlich recht hell klingt. Und letzten Endes ist es aber dann darauf hinausgelaufen, dass man doch eine relativ konventionelle Karosserie gemacht hat. Aber von diesem Perimeterrahmen ist dann der Vorderachsfahrschemel, dieser große Vorderachsfahrschemel des W140 übrig geblieben. Und Sie wissen ja, das ist ein Fahrschemel, im Gegensatz zu einem Integralträger ist ja elastisch von der Karosserie abgekoppelt. Und diesen Fahrschemel, den der 140 hatte, der hat ja dann auch noch bis in den Maybach, in den ersten Maybach hinein überlebt. Insofern eine ganz interessante Konstruktion. An dem Fahrschemel besonders interessant war, dass er natürlich im vorderen Bereich unter den vorderen Längsträgern befestigt war und dass die hinteren Fahrschemellager im Prinzip vor der A-Säule an einem Schwingungsknoten saßen. Und das war ein Fahrschemel, der dann auch solche Ausleger dann quasi dann zwischen den unter den Längsträgern hatte und hatte dann die beiden Äste, die dann bis nach außen quasi vor die A-Säule liefen. Und diese beiden Äste waren eigentlich auch für den Crashversuch recht interessant, weil die waren sozusagen ein Träger, an dem sich das Vorderrad dann abstützte, bei einer Offset-Kollision beispielsweise. Ja. Also man hat über diese Fahrschemelträger dann auch ganz bewusst verhindert, dass auch bei schweren Unfällen ein Vorderrad dann in den Fußraum eindringen konnte. Eigentlich sollte der Mensch in seinem Auto mindestens genauso gut von allen Seiten geschützt sein. Es war Zeit für die neue S-Klasse. Also es ist unfassbar, wie, ich weiß nicht, ob man das rüberbringen kann jetzt hier im Video, ob ihr das alle so seht, aber wie ruhig dieses Auto ist, Wahnsinn. Dieser Abrollkomfort, dann dieses erhabene Gefühl, der Wagen, also sagen wir mal so, der reagiert sehr zeitversetzt auf irgendwelche Bodenunebenheiten, er lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Jetzt haben wir gerade einen Ast überfahren, der ist wahrscheinlich bei mir erheblich lauter gescheppert. Und was man aber auch sagen muss, das Platzangebot wirkt groß. Und trotzdem ist es ja ganz verblüffend, wenn man diesen riesigen 140er, der immer als Elefant bezeichnet worden ist, wenn man den heute mal neben eine C-Klasse stellt, das sind ja fast gleich große Autos. Das war halt nur ein kurzfristiger Aufschrei. Ja, eine Hysterie. Und dann war es aber auch nur in Deutschland so. Ja.
weltweit war das überhaupt kein Thema. In den letzten 100 Jahren haben sich Mensch und Auto immer weiter auseinandergelebt. Es war Zeit für die neue S-Klasse. Ist es richtig, dass Sie beim W140 auch mal einen 16-Zylinder angedacht haben und konstruiert? Nein. Es gibt von dem 16-Zylinder ein Foto mit zwei hintereinander liegenden 8-Zylindern. Ja. Ich glaube sogar ein Titelbild oder ein großes Foto. Ich glaube sogar, der Obländer ist drauf abgebildet, weiß ich aber nicht mehr genau. Das ist allerdings ein reines Phantombild. Das gab es nie. Wäre auch nicht gegangen, weil so einen langen Motor kriegt man ja überhaupt nicht ins Auto hinein. Ja. Die Magie der großen Zahl, die gibt es schon immer. Und eine S-Klasse musste natürlich auch da mitspielen und wollte da mitspielen. Und deshalb hat man 12-Zylinder gemacht. Ja. Der M120 heißt er. Der hat ja vom 6-Zylinder M104 jeweils den Zylinderkopf für jede Bank. Ne? Mhm. Und damit hat man eigentlich dann doch halbwegs überschaubaren Aufwand den Motor machen können. Und ich meine aber, dass wenn man Herrn Dr. Abhoffer hier mal fragt, er weiß es vielleicht genau, ich meine, es gab im 126er schon intern einen Versuchsträger und den hat der Niefer wohl auch gefahren mit zwei M103. Die als 12-Zylinder zusammengeschweißt waren sozusagen. Das weiß ich nicht, kann sein. Ne? Weil es gibt so einen O-Ton vom Niefer, da wurde er, glaube ich, von der Automotor Sport interviewt, auch zum 57 damals, warum denn Daimler keinen 12-Zylinder im Portfolio hat. Und der Niefer soll gesagt haben, ja, also ich fahre einen und ich kann Ihnen sagen, das braucht keiner. Ja, also ja, Hauptsache er hatte einen. Typische Niefer-Antwort, ja. Das ging um das Gerücht, dass der BMW einen 12-Zylinder baut. Und dann hat die Forschung unter Quinner und Dr. Hereth, den Auftrag gekriegt, einen 12-Zylinder zu bauen. Und die haben aus zwei V6-Motoren, nicht M103, dieser V6-Motor hat keine Nummer, weil das ist ein Motor, der nicht in Serie gegangen ist, sondern der nur in der Forschung gelaufen ist. Und aus diesen zwei V6-Motoren hat die Forschung einen V12 gemacht. Und zwar sogar also wirklich gebastelt. Der hatte also auch die zwei getrennten Triebe. Der hatte also nicht mal durchgehende Nockenwellen. Das war also eine echte Bastelgeschichte. Aber der ist im Auto gewesen. Den hat Breitschwert auch gefahren und wir haben da auch gefahren, konnte aber als Vorserien-Einzelstück natürlich mit dem serienmäßigen Motor gar nicht mithalten. Und es hat geheißen, der Breitschwert hat er nur gebaut, um zu zeigen, wir könnten es auch, aber wir schmeißen ihn dann weg. Hm. Das hat aber nicht lange gehalten, weil dann kam der BMW mit dem 12-Zylinder. Der Motorenchef war der Herr Lange. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen oder Namen nach vielleicht. Der Lange war ein sehr exzellenter, nicht nur Ingenieur, sondern auch Redner. Der hat in seinen Vorträgen angefangen, es gibt 12 Jahreszeiten, es gibt 12 Apostel und hat also alles, was mit 12 war, in der Historie vorgebracht und natürlich auch 12 ist also die magische Zahl. Und man muss zugeben, der Motor war auch sehr gut. Und das hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, nein, also im nächsten S-Klasse brauchen wir auch einen 12-Zylinder. Das musste natürlich dann auch schnell gehen. Und wir hatten ja da den 6-Zylinder mit dem 24-Ventilmotor und den Kopf haben wir genommen. Der wurde dann in der S-Klasse ja als 3,2-Liter verkauft und den hat man dann als 12-Zylinder 6-Liter-Motor gemacht. Großer Motor,
hätte eigentlich mit 350 PS gebraucht und wäre auch ein guter Motor gewesen, aber der Herr Niefer hat gesagt, das geht nicht. Der BMW hat 300, ich will 400. Und jetzt hat er eben dann 300 Kilowatt, das sind dann 408 PS gekriegt. Bisher war es nicht möglich, das Fahrverhalten eines Sportwagens mit dem Komfort- und Platzangebot einer Limousine zu verbinden. Freuen Sie sich auf die neue S-Klasse. Für mich, ich war damals an verantwortlicher Stelle nicht so ganz glücklich, weil wir mussten die Nockenwellen so anschärfen. Der hat ja eine höhere Literleistung als der Sechszylinder, was eigentlich nicht so ganz glücklich ist. Man hätte eigentlich da oben die 20, 30 PS nicht gebraucht. Dafür lieber etwas mehr Drehmoment untenrum. Aber der Vorstand gilt, was der sagt. Dann hat er eben die PS gekriegt. Und dann gingen Sie relativ schnell wieder auf 394 PS runter. Ja gut, das ist eine Frage. Da hat man die Anreicherung zurückgenommen. Und das ist ja immer das Thema. Es gibt ja die Abgasreinigung und es gibt die Gesetze. Ja. Aber man möchte ja dann auch, sollte auch außerhalb die Gesetze einigermaßen erfüllen. Und Anreicherung ist natürlich jetzt beim CO nicht gerade so das Mittel, schon das Mittel zur Leistungssteigerung. Aber jetzt für die Abgasreinigung hat man ein bisschen zurückgenommen. Aber das ist eigentlich, sage mal, nicht merklich gewesen. Vielleicht. Ja. Haben Sie sich damals auch schon überlegt, die Autos zu elektrifizieren, oder wäre da niemand auf den Gedanken gekommen? Nein, elektrifizieren, also für die großen Motoren nicht. Wir haben schon relativ früh Hybridfahrzeuge gebaut. Wir haben ja auch eine sehr enge Kooperation mit Toyota gehabt, wo die Hybrids gehabt haben. Gut, die EV-Autos, gab immer mal elektrische Autos. Die ging ja aber überhaupt nicht. Ja, ja. Und insbesondere für Mercedes, die dadurch größere Autos bauten, dann sagte man, da kann man in Los Angeles nicht mehr durch die Stadt fahren oder Klimaanlage anmachen. Und das war alles eine Energiefrage, eine Energieinhaltsfrage. Man hatte ja auch die Lithium-Batterien noch nicht. Ja. Also das muss man auch sehen. Also die Zeit also mit Bleibatterien, das ist alles, nee, das war eigentlich kein Thema.